Hey Leute, leider gibt es sehr viele sehr sinnlose Werbungen, sowohl im TV als auch auf unseren Plakatwänden. Jedoch schaffen es trotzdem ab und zu ein paar Exemplare, den Kern zu treffen und uns zum Nachdenken zu bringen. Manchmal mit Humor, oft jedoch auch mit ungeschönter Ehrlichkeit. Wir zeigen euch heute 8 Beispiele für absolut wirkungsvolle Werbung. Viel Spaß! Nummer 8. Pokémon sind real. WWF ist zuletzt auf den Erfolgszug des Smartphone-Spiels Pokémon Go aufgesprungen und hat sich den Hype um die kleinen Tierchen gekonnt zunutze gemacht. Auf dem Bildschirm des Smartphones wird nämlich nicht Pikachu oder Glurak angezeigt, sondern ein süßer kleiner Panda-Bär, das Markenzeichen der Tierschutzorganisation. Mit dem Slogan Pokémon are real, save them all, wird die Message ungeschönt auf den Punkt gebracht. Denn wer Stunden damit verbringt, kleine virtuelle Tierchen zu fangen, der sollte sich auch um die Existenz der realen Tiere kümmern, denn viele davon sind bedroht. Und die Nummer 7. Schenkt neues Leben. Minimalistische Ideen sind meist die besten. Und so bedient sich eine chinesische Organisation bekannter Kindheitserinnerungen. Denn fast jedes Kind hat es schmerzlich erleben müssen, der Lieblingsteddy ist nach Jahren der Treue seinen Gebrauchsspuren zum Opfer gefallen. Ein Arm fehlt, ein Auge wurde herausgerissen, doch Mama schafft Abhilfe und schenkt dem kuscheligen Freund ein neues Körperteil. Die Serie zu Unterstützung von Organtransplantationen zeigt 4 glückliche Kuscheltiere, deren Leben durch eine Organspende verlängert wurde. Ein effektiver und vor allem familiengerechter Weg, ein solch sensibles Thema zu bewerben. Nummer 6. Handy am Steuer. Mit erhobenem Zeigefinger, jedoch auch mit einem Hauch Sinn für Humor, wird hier für mehr Aufmerksamkeit im Straßenverkehr geworben. Wer es auf den ersten Blick nicht ganz erkannt hat, es handelt sich um ein zertrümmertes Wrack eines Unfallwagens, der die Gestalt eines Zwinkersmileys angenommen hat. Frei nach dem Motto, es könnte dein letzter Emoji sein, wird hier an die Vernunft der Passanten appelliert. Aber auch, legt das Handy weg, wenn ihr ins Auto steigt. Dabei sollte die Statistik eigentlich schon erschreckend genug sein, denn die Gefahr, einen Unfall zu bauen, ist 23 mal größer, wenn man während der Fahrt sein Handy benutzt. Und die Nummer 5. Stoppt Pelz. Die Organisation PETA schafft es, mit einem einzigen Foto Gänsehaut zu erzeugen. Eine scheinbar leblose Fuchsmutter liegt im Schnee und die 3 Jungtiere kuscheln sich ins Fell des verstorbenen Tiers. Ein Bild, das eigentlich bereits genug sagt, wird durch einen gut gewählten Slogan unterstützt. Es ist kein Fell, es ist jemandes Mutter. Stoppt den Kauf von Pelz, lautet die Nachricht ins Deutsche übersetzt. Aber was denkt ihr eigentlich zu diesem Punkt? Findet ihr es okay, dass man Tiere für ihren Pelz schlachtet? Oder denkt ihr eher genau das Gegenteil? Schreibt's uns in die Kommentare, eure Meinung dazu würde uns auf jeden Fall interessieren. Aber jetzt erstmal weiter mit der Nummer 4. Zugänglichkeit verbessern. Ein unüberwindbares Hindernis, so erscheint für viele alte oder behinderte Menschen unsere Welt aus Treppen, Bahnsteigen und Türschwellen. Denn oft sind öffentliche Anlagen gar nicht oder nicht sehr einfach mit dem Rollator oder dem Rollstuhl zugänglich. Die Werbeagentur Bolero hat es mit einer Werbekampagne geschafft, jedem gesunden Mensch das Gefühl von Hilflosigkeit inmitten eines Labyrinths aus Hindernissen zu vermitteln. Mit 2 Plakaten rufen sie dazu auf, unsere Städte behindertengerechter zu gestalten und sich um urbane Mobilität zu bemühen, denn diese Probleme werden oft nicht berücksichtigt und das, obwohl wir uns alle irgendwann in dieser ausweglosen Situation wiederfinden könnten. Und weiter mit der Nummer 3. Tabakzähne. Das ist mal ein geniales Packaging-Design. Entfernt man aus dieser Schachtel eine Zigarette, so bekommt die auf der Verpackung abgebildete Dame eine unschöne Zahnlücke. Ist die Packung irgendwann leer, ist ihr Mund nur noch ein zahnloses, schwarzes Loch. Die Nachricht hinter der interaktiven Packung ist klar. Wer sich ein strahlendes Lächeln behalten möchte, der sollte aufhören zu rauchen. Das Design ist leider bisher nur virtuell und wurde nicht umgesetzt, jedoch wäre es wahrscheinlich eine gute Alternative zu den abschreckenden Bildern, die bereits auf Zigarettenschachteln abgedruckt werden. Kommen wir zur Nummer 2. Klebrige Wunden. Mit erschreckender Klarheit hat es ein japanischer Designer geschafft, die Gefahren von Diabetes zu visualisieren. Auf den Plakaten seiner Serie Sweet Kills sind mehrere Körperteile abgebildet, die auf den ersten Blick einfach nur Schaudern hervorrufen. Riesige offene Wunden, die den Körper aufzufressen scheinen, stehen im Fokus der Abbildungen. Auf den zweiten Blick wird klar, die Wunden erinnern an Erdbeereis, Schokolade und Karamell.
Ein Weckruf für alle, die sich von zu vielen Süßigkeiten ernähren, denn unbehandelte und unkontrollierte Diabetes kann dazu führen, dass Wunden langsamer abheilen. Wer sich also vor dem schaurigen Anblick schützen will, sollte seine Ernährung überdenken und mehr Zeit in Sport investieren. Aber gut, natürlich jeder wie er will. Und damit kommen wir zur heutigen Nummer 1. Schmutz ist gut. Mit dem Hashtag DirtIsGood appelliert Persil an den verloren gegangenen Spieltrieb von Kindern. Ziemlich erschreckend, aber aus dem wahren Leben gegriffen. Kinder verbringen heutzutage weniger Zeit im Freien als die Insassen eines Gefängnisses. Die Gegenüberstellung des grauen Gefängnisalltags und der eigentlich so unbeschwerten Kindheit soll nicht nur Kinder, sondern auch Eltern wachrütteln. Schickt eure Kinder nach draußen, lasst sie im Matsch spielen, denn sie verbringen viel zu viel Zeit vor dem Bildschirm. Der Hinweis, dass die Kleidung der Kids dann später mit Persil gereinigt werden kann, ist zwar eine wirklich clevere Beigabe des Konzerns, steht jedoch glücklicherweise nicht im Fokus der Kampagne. Ja Leute, was haltet ihr von solchen Werbungen? Findet ihr es eher cool, dass Konzerne mit solchen Werbungen auf kontroverse Themen hinweisen? Oder denkt ihr euch, was soll der ganze Quark? Schreibt uns auf jeden Fall in den Kommentaren, was ihr dazu denkt. Und ansonsten würde ich sagen, könnt ihr euch hier jetzt noch ein weiteres Video anschauen, wenn ihr Lust habt. Und wir hören uns auch schon beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund, peace out!